Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich habe heute Morgen nur kurz ein paar Worte gesagt. Ich freue mich, dass es wieder gelungen ist, so viele Fußballer nach Hamburg zu bekommen. Die 7. Auflage der Startschuss Masters. Und es macht uns immer einen Riesenspaß, dieses Turnier für euch zu organisieren. Der eine oder andere wird sich aber gefragt haben, warum wird neben dem Fußballturnier dann noch wesentlich mehr gemacht hier bei uns. Warum laden wir zum Beispiel Vertreter der Profivereine hier ins Hamburger Rathaus ein zu unserer Siegerehrung? Wir haben uns bei dem Ganzen, denke ich, viele Gedanken gemacht. Wir sehen auf der einen Seite die Diskussion über die Rolle schwuler Fußballer in Deutschland, in der Bundesliga. Wir haben in Hamburg, das ist vorhin schon kurz angeklungen, ein Selbstverständnis. Hamburg ist eine sehr liberale Stadt, in der mehr möglich ist vielleicht als anderswo. Ich freue mich, dass mit Bastian Rahnhardt und Bernd-Georg Spieß zwei Vertreter der Profivereine hier bei uns heute zugegen sind. Und es bietet für uns die Möglichkeit, ein Signal zu senden, Berührungsängste abzubauen und zu zeigen, wir sind in dieser Stadt angekommen. Auch wir als Sportverein haben hier die Möglichkeit, für die gesellschaftliche Anerkennung von Schwulen zu kämpfen, zu arbeiten und eben auch in die Öffentlichkeit zu gelangen, was uns dank der hervorragenden Arbeit von Alexander von Beimel, denke ich, sehr, sehr gut gelungen ist. Also an der Stelle schon mal herzlichen Dank an Alexander. Ja, vieles ist heute einfacher, vieles wird als selbstverständlich hingenommen. Was bleibt, ist aber immer noch ein Druck und eine gewisse Form der Diskriminierung. Und mit der offensiven Art, mit der wir eben mit unserem Turnier umgehen, mit der wir eben nicht nur das Turnier als solches veranstalten, sondern auch versuchen, Öffentlichkeit herzustellen, versuchen wir ein kleines Stückchen dem entgegenzuwirken. Ich möchte an dieser Stelle vor allem denen danken, die dazu beigetragen haben, genau dieses zu erreichen. An erster Stelle sind sicherlich zu nennen, und das hat André Winter eben auch schon gemacht, Tom und Pip, die sich unwahrscheinlich für dieses Turnier engagiert haben. Herzlichen Dank. Ja, und die beiden sind nun mit nach oben gekommen, und ich denke, es gebührt Ihnen genauso, jetzt an der Siegerehrung mit teilzunehmen. Bevor ich jetzt zu den drei Erstplatzierten komme, geht mein Dank zunächst nochmal an die Schiedsrichter. Bitte die drei Schiedsrichter einmal hier nach oben. Ihr werdet euch wundern, der vierte Schiedsrichter, den wir heute dabei hatten, Hans-Jürgen aus Hannover, ist jetzt nicht dabei. Er ist schon auf dem Weg in seine Heimat, um an einer Geburtstagsfeier teilzunehmen. Aber ich habe mich auch von Hans-Jürgen dann in entsprechender Form schon verabschiedet und mich bedankt. Ja, wir haben tolle Spiele gesehen. Wir haben spannende Spiele gesehen. Ich denke, es ist über weite Strecken auch fair geblieben. Klar, wenn es ins Finale geht, dann geht es auch hart zur Sache. Aber alles in allem, denke ich, ist es im Rahmen geblieben. Ich freue mich, die Stockholm Snipers nach oben zu bitten. Der dritte Platz geht an Stockholm. Ja.
Das Turnier bleibt sich treu. Der Titelverteidiger hat es in den vergangenen Jahren schwer gehabt, den Titel zu verteidigen. Und auch in diesem Jahr ist der Titelverteidiger knapp gescheitert. Der zweite Platz geht an Vorspiel Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir kommen zum ersten Platz. Als ich gestern Abend zu Hause gegessen habe, habe ich mir gedacht, wir haben eine Mannschaft, die schon seit Jahren zu uns nach Hamburg kommt und die einen weiten, weiten Weg auf sich nimmt. Und unabhängig von dem Ausgang des Turniers wollte ich heute an Prag sowieso als Dankeschön für diese Verbundenheit diesen Wimpel weitergeben. Nun kommt es heute so, dass ich nicht nur diesen Wimpel weitergeben darf, sondern dass ich an Prag auch unseren Mandapokal weitergeben darf. Ich freue mich ganz besonders, dass Friends Prag das Turnier gewonnen hat, den ersten Platz gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch! Bevor ich euch jetzt einlade, mit uns oben im Kaisersaal zu essen, gilt mein besonderer Dank nochmal Farid Müller, der es uns die letzten Jahre ermöglicht hat, hier im Rathaus die Siegerehrung im feierlichen Rahmen abzuhalten. Farid, vielen, vielen Dank. Und genauso wenig, wie es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir die Siegerehrung hier im Rathaus abhalten können, ist es heute auch keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass mit Bastian Reinhardt und Bernd-Georg Spieß, zwei Vertreter der Profivereine Hamburgs, uns heute Abend hier besucht haben. Ich danke Ihnen beiden. Herzlichen Dank. Ja, und ansonsten vielen, vielen Dank an die kleinen und großen Helfer, die dieses Turnier auf die Beine gestellt haben. Und wir versprechen, wir werden uns Mühe geben, in 2012 wieder ein Status Master stattfinden zu lassen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns oben.